Hallo zusammen, was gibt's Neues aus dem Rathaus? Heute geht es um das Thema Sporthallen. Unsere Sporthallen sind teilweise sehr sanierungsbedürftig und sie platzen aus allen Nähten. Allein wer in die Rönne-Sporthalle geht und dort duschen möchte, der weiß um den Zustand dieser Sporthallen. Und insgesamt haben wir für den Schulsport und für den Vereinssport zu wenig Hallenteile. Und deswegen haben wir als Verwaltung einen Vorschlag gemacht, wie wir diese Probleme beheben wollen. Und zwar, wir wollen die Kapazitäten ausweiten. Zum Thema Rönne-Sporthalle. Wir haben der Politik vorgeschlagen, die Rönne-Sporthalle zu sanieren und zusätzlich eine Dreifachsporthalle nebenan zu bauen. Wir müssen nämlich die Kapazitäten allein für den Schulsport deutlich ausweiten. Wir werden drei Hallenkapazitäten, also eine Dreifachsporthalle, neben die Rönne-Sporthalle setzen. Und wenn sie dann dort gebaut ist, dann können wir die Rönne-Sporthalle sanieren. Und somit können wir an dem Standort die Kapazitäten deutlich erweitern. Und ein anderes schönes Projekt, da sind wir noch in den Planungen und in den Überlegungen, ist eines, das wir zusammen mit einem Sportverein machen wollen, und zwar zusammen mit dem SV Greven eine Zweifachsporthalle zu bauen und auch dort die Hallenkapazitäten für den Schulsport auszuweiten, wofür wir als Kommune hauptsächlich ja verantwortlich sind, aber dadurch ja auch dem Vereinssport zur Verfügung stellen wollen. Und damit kommen wir einem ganz großen Wunsch aus der Bevölkerung nach, nämlich einfach mehr für den Schul- und für den Vereinssport zu machen. Wir brauchen da mehr Hallen. Wermutstropfen ist allerdings, das kostet auch alles, das werden wir also jetzt alles genauer noch betrachten müssen, aber das ist der Vorschlag der Verwaltung und ich denke, dass wir damit eine gute Grundlage haben, um dann unsere Hallenkapazitäten wirklich auszuweiten. Ja, und mit diesen guten Nachrichten können wir das auch wirklich uns freuen und feiern und deswegen treffen wir uns alle am kommenden Wochenende wieder und zwar am kommenden Samstagabend beginnt schon die erste Grevener Mainacht, wo wir sozusagen uns auf das Maifest, das dann am kommenden Sonntag stattfindet, ab 13 Uhr. Und insofern wollen wir an diesem Wochenende einfach so ein bisschen den Mai hochleben lassen. Hoffentlich passt das Wetter. Und denkt alle daran, diejenigen, die zum Wochenmarkt wollen, der findet diesmal auf der Rathausstraße statt. Also der Mai macht alles neu. Und an diesem Wochenende insbesondere, ich freue mich auf viele Begegnungen, auf ein schönes Fest und verbleibe schönen Grüßen, ihr und euer Dietrich Aden.